mein Fokus einfach die letzten 5, 6 Jahre, die lagen einfach auf der Musik. Und mir ging es einfach nie um den Fame oder ich will jetzt unbedingt bekannt werden, sondern ich will einfach mein Geld mit Musik verdienen. Ich will auf einer Bühne stehen, ich will Musik schreiben, ich will im Studio sein. Und da habe ich einfach den Fokus drauf gelegt. Und erst jetzt so einfach in den letzten 1, 2 Jahren, wo ich einfach gemerkt habe, ich kriege meine Tour nicht ausverkauft, weil mich niemand kennt. So, also die Songs kennt natürlich, wie du schon sagst, sie kennen super viele Leute. Und sind wirklich Hits. Das werden wir jetzt mit Benson gleich auch mal anhören. Ja, aber wenn du ein Plakat von mir irgendwo siehst und da steht Leonie live on Tour, also who the fuck is Leonie? So, Leonie, jetzt wir beide hier. Das ist, meine Damen und Herren, wirklich eine Geschichte, wie ich sie liebe. Seit 2 Jahren räumst du einen Musikpreis nach dem anderen ab. 20 Gold- und Platten hast du abgeräumt. Und das, obwohl du erst seit März dein erstes eigenes Album draußen hast. Wie das geht und was das alles... Ja, echt ein Riesenapplaus, Leonie! Danke. Ich habe heute Leonie meine Stiefel ausgeliehen. Ich habe vergessen, dass du mir die wieder zurückgibst. Wahnsinn. Aber das ist tatsächlich, also wenn ich habe heute meiner Mutter erzählt, dass du auch in die Sendung kommst, hat sie Leonie und hat es kurz überlegt und habe ich gesagt, damals bei der Goldenen Henne, das hast du gesehen, die mit den Stiefeln, das ist sogar bei meiner Mutter hängen geblieben. Also eigentlich hat es einen ganz einfachen Grund. Ich bin sehr groß und sehr dünn und wenn ich gewisse Outfits trage und ich trage einfach gerne hohe Schuhe. Einfach, ich konnte es meine ganze Jugend und Kindheit, ne, aber Jugend nicht machen, weil ich dann immer 2 Köpfe größer war als jeder andere. Jetzt lebe ich es richtig aus. Und Stiefel machen mich weniger dünn und schlaksig gefühlt. Ich wünschte, ich könnte das Satz ist der einzige von mir behaupten. Ich sehe das in deinem Gesicht, dass du das. Ihr müsst nie hören, ich bin groß und sehr dünn. Das war doch der Titel deiner Biografie. Es gibt auch so eine Grenze. Also ich würde theoretisch gerne ein bisschen mehr manchmal haben, einfach weil es schon auf meine Größe gesehen fast schon ein bisschen zu dünn ist. So. Aber ich kann nichts dagegen tun. So, ich esse. Meine Mama ist genauso dünn, mein Papa ist genauso dünn. Aber es ist einfach nur, weil es besser aussieht als flache Schuhe, manchmal. Ach, du siehst toll aus, Leonie. Echt, ganz egal, was der Grund ist. Es ist einfach super. Eine Spitzenidee. Und den Satz, ich kann essen und essen, was ich will, wirst du von mir auch nie hören. Also, Leonie, das muss man jetzt wirklich sagen. Also, wo fangen wir denn da an? Fangen wir mal wirklich bei der Goldenen Henne an. Als ich dich das erste Mal gesehen habe und mir jetzt den Atem verschlagen hat, weil das so eine tolle Bühnenshow war. Und dann sage ich zu meiner Freundin, so, was denn die ist das? Weil die Songs von dir, die kannte ich schon. Wie kann denn das sein, dass man deine Lieder schon kennt, ohne dich wunderschönes Wesen dazu zu sehen? Ich glaube, das ist einfach ein Phänomen, mit dem viele Künstler und Künstlerinnen momentan so ein bisschen leben müssen, weil das hat sich einfach verändert. Früher gab es diese Riesenstars, so jeder, der im Fernsehen war, den kannte man. Und jetzt gibt es so viele Möglichkeiten. Es gibt Zeitungen, es gibt TikTok, es gibt Instagram, es gibt immer noch Fernsehen, aber jeder ist irgendwie ein bisschen anders unterwegs. Und mein Fokus einfach die letzten 5, 6 Jahre, die lagen einfach auf der Musik. Und mir ging es einfach nie um den Fame. Oder ich will jetzt unbedingt bekannt werden, sondern ich will einfach mein Geld mit Musik verdienen. Ich will auf einer Bühne stehen, ich will Musik schreiben, ich will im Studio sein. Und da habe ich einfach den Fokus drauf gelegt. Und erst jetzt so einfach in den letzten 1, 2 Jahren, wo ich einfach gemerkt habe, ich kriege meine Tour nicht ausverkauft, weil mich niemand kennt. So, also die Songs kennt natürlich, wie du schon sagst, sie kennen super viele Leute. Und sind wirklich Hits. Das werden wir jetzt mit Benson gleich auch mal anhören. Ja, aber wenn du ein Plakat von mir irgendwo siehst und da steht Leonie live on Tour, also who the fuck is Leonie? Also pass auf, also es ist ja so, also jetzt spätestens nach DSDS Deutschland sucht den Superstar und nach diesem kleinen Skandal mit Dieter Bohlen, ich bin mir sicher, du wirst nichts dazu sagen. Ich habe mich da rausgehalten. Ja, und du wirst das werde ich auch weiterhin tun. Es ist auch genau richtig und ich will auch gar nicht mit dir darüber sprechen, aber seitdem kenne ich natürlich auch viele, viele mehr Menschen. Mhm. Aber lass uns mal eben die Goldene Henne tatsächlich angucken und dann werden sie, ach guck mal, das Lied habe ich doch auch schon gehört, ganz sicher. Bin gelernt haben, macht es nicht glücklich, weil ich singe. Ja, es macht dich glücklich, genau. Ich liebe das ja auch immer, wenn ihr Künstler und Künstlerin, wenn ihr live singt und du hast da auch live gesungen. Und was ich noch viel mehr liebe, du schreibst die Sachen auch.
Das ist das, wovor ich wirklich Respekt und mich verneige. Und das ist das, was du sagst, du willst einfach Musik machen. Mhm. Es ging dir gar nicht so um die Berühmtheit. So, nun ist es aber so. Jetzt wollen die Leute dich sehen. Die Leute freuen sich, wenn sie dich sehen. Jetzt gehst du auch auf Tour. Jetzt muss ich mir, du kommst aus Bayern, das hören wir auch am rollenden R. An dem rollenden R, kaum zu überhören. Kammünster? Kammünster. Und wie viele Einwohner hat das so ungefähr? Also Kammünster, da wo ich aufgewachsen bin, hat nicht mal 2000 und gehört sich zum Landkreis Cham und ich glaube, das sind so 18.000 oder so. Gut, dann sagen wir mal Kammünster. Ja. Wie sieht es da so aus, wenn Leonie mit, ich nehme mal an. So würde ich mich da nicht hinzaubern. Nee. Nein, oh mein Gott, auf gar keinen. Also jetzt inzwischen hat sich vielleicht ein bisschen verändert. Einfach weil man natürlich, ich meine, das ist super klein, jeder weiß, was ich mache so ein bisschen. Und die sind auch stolz, die freuen sich auch alle. Aber trotzdem ist es jetzt nicht unbedingt das angemessenste Outfit. Also wenn ich da bin und bei meiner Familie, dann fühle ich mich wieder so ein bisschen wie ein kleines Kind, was unheimlich schön ist. Weil so die letzten Jahre, vor allem so jetzt dieses Jahr und letztes Jahr, ich war so viel unterwegs und man ist irgendwie ständig unter Strom. Und so Bayern und das Haus von meinen Eltern ist für mich so, ich bin wieder 5, wie du gesagt hast, Mama, bring mir die Nachspeise so ein bisschen. Und da bin ich ganz normal. Also da bin ich immer noch wie vor 10, 15 Jahren die normale Leonie. Und wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, dann sehen wir die Leonie, die einfach glücklich ist schon beim Musikinstrument erlernen, nämlich Klavier. Du spielst natürlich auch, also mein Gott, ihr habt ja dann immer alle gleich alles drauf. Also, wer ist die Dame da rechts im Bild? Das war eine alte Dame, die auch in dem Dorf gewohnt hat, die Klavier gespielt hat. Und das war gar nicht mal richtig eine Klavierlehrerin, aber das war so der einzige Kontakt, den meine Mama kannte. Und eigentlich, das Bild verfälscht so ein bisschen die Realität. Eigentlich war es so, sie hat mir vorgespielt und ich habe zugehört. Aber es wurde als Klavierunterricht betitelt. Und es war so die ersten Berührungen, die ich mit Musik hatte. Und es war für mich sehr, sehr schön, weil ich schon seit klein auf, ich war 3 Jahre, ich weiß es gar nicht. Und ich habe gerade angefangen, so ein bisschen zu reden. Oder wann fängt man an zu reden? Vielleicht früher, ich weiß es nicht. Aber da habe ich schon rumgesungen und immer gesagt, Mama, ich will auf die Bühne, ich will Sängerin werden. Und das hast du auch wirklich konsequent verfolgt. Mit 14 hattest du deine eigene erste kleine Band. Und dann, das habe ich nicht ganz verstanden, du hast dein Abi gemacht und dann gab es den ersten Plattenvertrag in Australien und die ersten Plattenaufnahmen in Stockholm. Du bist also schon auf deiner Weltstar-Karriere offensichtlich auch ausgewiesen. Ja, also das war so, als ich bei dieser Castingshow war 2014, da habe ich mein erstes Management kennengelernt und der wiederum hatte Connections nach Stockholm. Und da war ich dann ganz viel, ja, das war ein Bild von der Castingshow, da habe ich Rising, richtig geheult, ganz ehrlich, weil wir gewonnen haben, wie man sieht. Genau, und dann bin ich nach Stockholm gegangen und war da ganz viel im Studio und habe zum ersten Mal mit professionellen Songwritern und Produzenten gearbeitet. Und dadurch, ich weiß es nicht, kam irgendwie dann auch die Connection zu Sony Australien. Also auch wieder irgendjemand wahrscheinlich, mit dem man gearbeitet hat, hat Songs dahin geschickt. Und dann ist es einfach so, du schickst Songs an das Label, will mich irgendjemand, bitte nimm mich irgendjemand. Und Sony Australien. Ist auch wurscht, weil es klingt einfach spitze. Mhm. Es klingt einfach super zu sagen zu können, man hat schon Australien und Schweden. So, jetzt ist es aber so, dass nicht nur du große Berühmtheit erlangt hast. Jetzt haben wir in den letzten Tagen gelesen, auch dein Bruder, Corbinian, ist der... Also du warst auf einer Fußballtribüne auf einmal zu sehen, schau. Und das Lila lässt es ja schon ahnen. Mm. Möchtest du kurz uns die Position deines Bruders erklären? Ja, mein Bruder spielt bei Erzgebirge Aue in der dritten so. Ja. Oh. Aus Bayern kommend. Ja. Es war gar nicht so viel Aufruhr, wie in den Medien berichtet wurde. Wie so das ganze Stadion rastet aus. Ich so, ja, okay. Ein paar nette Leute wollten Fotos mit mir machen. Aber es war schön, da zu sein und endlich mal meinem Bruder zuzuschauen. Ja. Das finde ich übrigens auch total sympathisch, wenn du so einen Erfolg hast und tatsächlich weltweit und jetzt auch noch so bescheiden sagst, ach, das haben die Medien nur gemacht, das ganze Stadion. Ja, die mag meisten das gar nicht, ich kann sowas nicht. Aufstürzen und sagen, ja, so war's. Doch, nein, das ganze ich Stadion mag sowas auch immer nicht, wenn es um neue Songs geht oder so und dann Leute mal sagen, das wird ein Hit und ihr seid nicht ready. Und ich denke mir, lasst doch die Leute entscheiden. Das kann ja, ich kann ja denken, ich liebe den Song, sonst würde ich den nicht rausbringen. Aber ob es funktioniert, ob es ein Hit wird, das kann ich ja nicht entscheiden. So, und warum singst du jetzt hier heute nicht? Between the, was war das für ein Song? Holding On hätte ich eigentlich gesungen, meine aktuelle Single.
Ich bin stimmlich ein bisschen angeschlagen leider und habe die letzten Tage, ja, ich weiß. Und ich habe die letzten Tage so ein bisschen gekränkelt und für mich ist es immer schwierig. Ich hätte natürlich jetzt mich auch hinstellen können und sagen, ich singe jetzt Playback, aber das mag ich sehr, sehr ungern machen. Und deswegen weißt du, bevor ich es nicht 100% machen kann, meist gar nicht. Aber ich nehme natürlich auch die Einladung an oder das Angebot, dass ich einmal Dauer-Abo komme. Also, ich meine, das ist ja deine erste Talkshow, ja. Das ist die erste Talkshow, ja. Da folgt eine zweite, das machen wir. Ja, sehr gerne. Also, und wenn ich dich jetzt bitten würde, hier einfach mal so eine Linie anzusingen, das wäre jetzt. Das kann ich machen. Ja? Yeah. Oh, guck mal, da, ja. Also, danke. Genau, also ich hätte Holding On gesungen, meine aktuelle Single, und die geht so. I keep on holding on to all the pieces, reminding me of you and me. It's been countless hours, 100 weeks, and I'm stuck in quicksand, you are there to see. Aber das Album, ja genau. Das Album heißt nämlich Somewhere, genau, in Between, also irgendwo immer dazwischen. Und ich glaube, das ist auch das, was du selber dich auch so gefühlt hast. Also eben in Kamünster wäre es jetzt komisch, da bist du wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz zu Hause, aber auf der Welt bist du das Mädchen aus Bayern. Was ist so ein bisschen meine Lebensstory gewesen, dass ich einfach schon super früh diesen Wunsch, diesen Traum und einfach dieses... Das wäre gar nicht anders gegangen. Ich muss auf die Bühne, so war das für mich immer. Und das war natürlich für viele in meinem Dorf ein bisschen komisch, unverständlich und mach was Normales, mach was Gescheites, so ein bisschen. Und war zu wenig Bayern für viele immer. Und als ich weggezogen bin von Bayern und in die Welt gegangen bin und so weiter, war ich wiederum zu viel Bayern für viele, weil ich natürlich trotzdem diese Bodenständigkeit und dieses immer tief stapeln und immer höflich und sehr nett und nicht, ich habe keine pinken Haare, okay, ich habe Glitzerstiefel an, aber es gibt keine Skandale von mir, und es war immer so ein bisschen so, die ist ein bisschen zu langweilig, wissen wir nicht, was wir machen sollen. Und für mich war es immer so, ich brauche das doch nicht, lass doch einfach die Musik für mich sprechen, und es ist völlig okay, irgendwo dazwischen zu sein. Ich bin immer noch ganz vieles kleine Mädchen aus Bayern in mir drin, aber genauso bin ich die stiefeltragende Leonie, die auf die Bühne geht und selbstbewusst ist, und das ist völlig okay. Eine Macherin, die ihren Traum lebt und die einfach ganz konsequent das durchzieht. Und ich bin mir sicher, Leonie, dass im Mai da wirklich, wenn überhaupt, nur noch wenige Restkarten es auf deiner Tournee geben. Ja, es ist tatsächlich sehr viel ausverkauft, was sehr freut. Na, siehste. Dresden gibt es noch, Leute, also wenn ihr Bock habt, kommt zu meiner Tour. genau, es gibt in ein paar Städten gibt's noch ein paar Tickets, aber ich freue mich unheimlich. Das ist meine erste Tour, wo ich wirklich alleine gehe und wo Leute wirklich Geld investieren, um mich zu sehen, was ja auch einfach nochmal eine ganz andere Nummer ist und mich unheimlich freut. Und ja. Und wenn man noch mehr jetzt von dir sehen will, weil das könnte ich mir nämlich vorstellen, dann haben wir von den Kollegen vom NDR Sputnik Friends of Leonie. Das können Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sich in der Mediathek anschauen. Leonie, ich finde es spitze. Und ich freue mich, dass das hier deine erste Talkshow heute ist. Ich mich auch. Es war sehr Dankeschön. Schön. Leonie, und viel Erfolg weiterhin. Danke.